sehen, es ist wieder Tag. Ich werde jetzt mehr finden hier. Wir fahren mal genau zum Punkt, wenn ich. Aber der Punkt ist auf der Straße, das geht ja gar nicht. Das ist ja. Lol. Beim Punkt war ich ja eh schon. Der löscht ihn ja, glaube ich, gar nicht. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, doch, löscht ihn. Das ist auf jeden Fall ein anderes Auto. Das ist immer ein gutes Indiz hier. Wenn ein anderes Auto da ist. Dann, vielleicht ist es da hinter dem Berg hier. Schau mal. Da oben. Nicht ersichtlich hier oben irgendwie. Welche unten hinter dem Berg, ne? Ne? Nee, ist nicht. Wie viel ist das Ding mit dem Boot hier? Finde ich nicht. Finde ich nicht. Bei nächster Gelegenheit wenden. Hier ist noch einer. Das sind zwei hier. Hier ist was, schau mal. Lol, wo waren das jetzt? Hä? Einfach gerade ausgefahren. Irgendwohin random zu irgendjemand. Hä? Orale, ein F40. 4-3? Unglaublich. Ach, F40, ich würde sagen 4-30, 40. Ganz wild. Ich rufe die Lackiererei an, damit sie das Rosso Corsa auffrischen. Bis später. Mach das bis später. Jetzt warte mal, wo war das jetzt? Keine Ahnung, direkt neben dem Ding oder was? Durchhaltevermögen. Schließe den Kolossus ab. Was hier? Das glaube ich das nächste hier. Das Auto ist ein bisschen komisch. Ein anderes. Das war jetzt schon zu seltsam. Da habe ich jetzt schon zu viel Blödsinn gemacht mit ihm. Da eine Rennen vorhin verloren. Aber mit dem ist das eh das Beste hier. Für diese Landschaft. Weißt du, wie einfach man damit fahren kann hier? Schau mal. Genau gemacht hier, die Strecke. Easy. Links abbiegen.
rechts abbiegen. Schon irgendwie cooler so, aber war entspannter, mehr Übersicht von draußen. Du hast dein Ziel erreicht. Und jedes Mal kommt als erstes Community-Kreation. Anstatt von Forster selbst. Okay. So, Schaubühne das Auto. Tut jeder anscheinend sein Auto präsentieren immer. Horizon präsentiert. Der Kolossus. Wurde gesagt, dass das größte Straßenrennen bei Horizon El Colosso heißt. Aber wir wissen beide, was es wirklich ist. Deine Chance, dich zu beweisen. Bereit? Das ist aber nicht das, wo ich jetzt eine Stunde fahren muss, oder? 0%? Oh, das. Nee, das ist. Hä? Ich immer die langsamsten Autos nehme für die längsten Rennen. Das kannst du nicht vorstellen. Fahren wir mal eine Minute, dann rechnen wir hoch. Also 20 Minuten muss ich dann fahren hier. Also gibt es da nichts Normales, das man hier spielen kann? Oder... Wenn ich jetzt nach Hause gehe, was passiert dann? Nein. Das ist zu langsam mit dem Auto. Also das ist mein... Mit anderen Autos werde ich nicht gewinnen, aber das dauert halt 20 Minuten jetzt. Gibt es nichts Entspanntes? Gut, jetzt sind wir schon gefahren, aber. Aber schlecht. Ja, komm, mach mal die Sachen wie die normalen. Das Haus, das Ding, also ist hier. Auto. Wechseln. Schneller das. Halt doch mal ein anderes Auto hier. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Schon cool ist auch mit der Sicht und allem, ne? Ich glaube, mit so einem Auto würde es schneller gehen. Einige Rennen. Rechts abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Schaut doch gerade aus einfach, dass die Straße noch weiter. So, nicht so ping auf die Straße hören und auf GPS. Einfach auf die Radar schauen hier. Die Minimap.
Kann man nicht die Rennen einfach anwählen, so per Menü? Muss man immer hinfahren? Ich fahre dann länger denn als das Rennen selbst. Also die Mauer hat sich auch nicht aufgehalten, krass. Ganz wild. Jawohl, easy, das war gewollt hier. Tut aber nicht irgendwie selbstständig lenken. Manchmal zieht es aber nach links und nach rechts. Warte mal, Steuerung? Ne, ich meine. Oh, Schwierigkeit. Lenkung. Lenkhilfe. Ne, Standardsimulation, ne? Schon richtig. Schon richtig. Es zieht immer nach rechts. So, jetzt geht die Straße nach rechts, aber. Du hast dein Ziel erreicht. Okay, das heißt nochmal Gran. Groß. Kilometer. Müsste ja gehen eigentlich. Müsste eigentlich gehen, 9,6. Ist jetzt nicht so viel eigentlich. Ja klar, natürlich. Sind schon 45, okay, ja dann, ja. Das ist korrekt. Ja, ich mache alles beim Streamen. Weißt du? Ich gehe in die Küche mit euch, ich gehe ins Bad mit euch, duschen, alles halt nicht mit Cam, aber ich mache alles beim Streamen. Ab und zu muss ich auch AFK ein paar Sachen erledigen, manchmal muss ich auch raus und so, je nachdem. Bin halt nicht der Gesündeste hier, liege im Bett und bin halt, bin halt krank, habe Schmerzen. Steht auch so ein bisschen im Titel drin. Ab 24 Stunden sind starke Schmerzen, Verletzungen in den Füßen. Und ich würde lieber gesund sein und arbeiten gehen, anstatt hier zu liegen und Schmerzen zu haben. Aber da das nicht geht, und ich von einer Therapie in die andere geschickt werde, mache ich das jetzt hier.
Hey Sonny. Na, was geht? Alles gut, muss man noch nicht direkt lesen. Also mit Bronco oder so dauert das Rennen ewig gefühlt. Aber hat man eine Chance? Mit den normalen Autos habe ich gar keine Chance hier. Ja, ich habe Muskelfaserrisse in den Füßen, schwere, starke chronische Entzündung. Habe ich 24,7 Schmerzen. Zwischen, keine Ahnung, 6 und 10 von 10. Gehen geht nicht. Sitzen geht auch einigermaßen, aber nicht so viel. Und liegen geht halt irgendwie. Fühlt sich an wie permanente Krämpfe. Krämpfe, Stechen, Muskelkater, alles in einem. Grippe hast du bekommen, dann gute Besserung. Ja, so switche ich halt immer hin und her. Wenn es mir gut geht oder besser geht, keine Ahnung, hocke ich mich halt am PC. Da habe ich auch so eine Cam. Wenn es mir nicht so gut geht, bin ich im Bett. Jo. 370Z, krass. Und da ich sonst immer Stream außen anmachen müsste, habe ich es einfach laufen lassen. Kann ich alle paar Stunden oder Minuten Stream außen anmachen, einfach laufen lassen. Ja, heute ist mit den Augen auch wieder wild und das ist nicht das Beste hier mit den Augen, ne? So ein Spiel. Ich hatte mich am Montag impfen lassen, noch eine zweite Impfung und das ist halt, dem ist irgendwie noch irgendwie verwirrter. Aber es wird schon besser. Nur die Müdigkeit und das Drehen der Augen ist halt extrem. Das ist halt nicht geil so für so ein Outrennen, aber ist mir egal, ich spiele einfach so ein bisschen. Ist Forza 5 beste Mehrspieler-Rennspiel zurzeit? Zurzeit ja. Das haben zum Start 4,5 Millionen gespielt. Das beste, ja, ist halt das erfolgreichste aktuell. Weil es nur das gibt quasi jetzt im Augenblick so wirklich. Weil es halt neu ist, ist immer so. Ja, also. Ich sag mal für diese Woche. Oder bis das nächste Rennspiel rauskommt. Weil ja, ist ja immer im Hype. Im März kommt dann das GT7 raus, dann ist das wieder das erfolgreichste. Dann kommt das nächste Forza Motorsport, ist das erfolgreichste, wechseln sich mal ab. Aber aktuell ja. Scheiße, Band ist Katastrophe. Ich bin kein Fan von Third-Person-Fahren. Aber das ist jetzt hier schon Ultra-Vorteil. Und warum immer auf den Vorteil verzichten? Nur 24, dann geht's ja noch. Ach so, ja, genau. Sagen wir mal Arcade Race, das stimmt, hast du ja recht, Hamster. Jo. Ich verstehe auch nicht, warum es mir die 3724 reingedrückt hat. Ich hätte ja doch einfach ein eigenes Ding.
machen sollen. Ja, das war. F1 sind immer geile Spiele, aber das ist halt. Das ist doch was ganz anderes. Das ist halt viel mehr Arcade als F1. F1 ist ja auch nicht Ultra-Simulation, das ist so eine Mischung, aber das ist halt schon krass Arcade. Das hier. Was mit 21? Der nicht getaugt oder was? Ja, aber nur nicht so wirklich freiwillig, sag ich dir, Bankai. Also lieber hätte ich keine Schmerzen und würde mich am Tisch hocken oder so, ganz ehrlich. Obwohl es halt auch nicht so schlecht ist. Okay, Dingsbums. Du hast einen anderen Fahrer zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen herausgefordert. Nein, habe ich nicht. Will ich nicht. Ich will weg. Lass mich in Ruhe. Help! Ach so. Ja, sowas wie Formel 1 oder Forza Motorsport oder Gran Turismo oder Assetto Corsa oder sowas fahre ich halt nicht mit Controller. Das fahre ich dann, wenn dann mit Lenkrad und Pedalen, aber das geht halt. Das geht halt mit meinen aktuellen Füßen nicht so. Komme ich hier wieder weg? Ich will niemand herausfahren, ist mir egal. Das, was ich eben gefahren bin, müsste ich nochmal fahren. Aber mal ein anderes Auto zum Test. Achso, du hast im Angebot gekauft, okay. Ich wünschte, ich könnte mich jetzt einfach hinporten und dann das Rennen fahren. Nicht jedes Mal hinfahren müssen. Und ich fahre, normalerweise fahre ich so. Oder halt Motorhaube. Aber der Vorteil bei dem Spiel, also beim Arcade-Spiel hier, ist es halt immens. Bei Third Person. Ich bin halt... Das ist halt, weiß ich nicht. Ich habe mich schon dran gewöhnt und mich anpassen, aber... Das ist für mich irgendwie kein Racing Third Person. So ist halt geil. So ist halt geil. Danke dir, Calvin. Du hast dein Ziel erreicht. Jetzt fahren wir mal das Rennen mit dem anderen Auto, das wir eben gefahren sind. So. Also. Das da. Also eigentlich mit dem Bronco sind die Rennen am einfachsten. Mit dem Buggy sind sie spannend und mit anderen sind sie einfach nur schwer. Keine Ahnung. Finde ich. Aber generell ist es schon entspannt, oder? Im Bett normalerweise. Wenn es die neben die andere Sache nicht wäre, wäre das schon cool. Hast du schon recht hier, Bankai. Einfach beibehalten. Und im Bett ist halt mit Controller am geilsten, weißt du? Maustastatur ist im Bett nicht so geil, wenn du hier liegst. Deswegen Controller. Schauen, wie die abziehen hier, die anderen. Was? Oh, habe ich nicht gesehen. Ich habe keine Zeit. Ich habe nicht auf die Minimap geschaut. Darf man auch nicht immer Zeit für? Ich habe nicht so offensichtlich für mich, dass es so lang geht.
War das das Rennen, was wir eben gefahren sind? Oh Scheiße, jetzt ist es so ein langes Rennen. Okay. Ich wollte eigentlich... Achso, da war ich vorher und habe das Rennen abgebrochen, weil es war mir zu lang, jetzt 20 Minuten zu fahren. Und ich habe... Wow, Scheiße. Hab ich aufgepasst. Und ich habe ja Kollision, also Schaden voll drin. Wenn ich einmal so gegen die Wand renne, so wie jetzt, ist vorbei, dann ist mein Auto halt im Arsch. Und ich habe kein Zurückspulen an. Zurückspulen fühle ich halt null. Das ist... Also das ist halt direkt Cheaten. Ich bin vorhin dieses komische Rennen um die Insel gefahren, 20 Minuten gebraucht, weil mein Auto im Arsch war. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob mein Auto noch geht, nachdem ich da jetzt gegen die Bande gebracht bin. Man sieht auch den Schaden nirgends. Also keine Anzeige. Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht fahren, das Rennen. Wär geil, wenn man das nochmal neu starten könnte, aber auch beim anderen Auto. Sondern man kann halt immer nur so neu starten, oder? So. Und jetzt muss ich wieder dahin fahren, oder was? Was macht er nicht mit? Wie geht's wieder nicht wieder? Das sind wir schon gefahren. Filter. Was gibt's denn für Filter? Erstmal alle aus. Neu. Nee, ich will nur Straßen rennen. Straßenrennveranstaltungen. Straßenszenarienrennveranstaltungen. Schadenexpedition. Okay. Das ist alles schon abgehakt. Oh, schau mal, hier ist. Hier ist cool, endlich mal was, wo du nur mit einem Auto fahren darfst. Ich bin hier. Das sind wir schon gefahren. Das hier oben ist neu. Können wir mal dahin fahren. Hola, amiga. Ich habe mit jemandem gesprochen, der einen Klassiker an einem Granero in der Gegend gefunden hat. Ja, komm, dann suchen wir das als nächstes. Hättest du Lust, einen Pickup-Truck zu restaurieren? Ja, mach mal. Komm. Wir finden es. Dann suchen wir 2 Stunden das Auto wieder. Wenn ich ankomme, mache ich wieder Third Person. Denn man in 400 Metern links ab. Man sieht mehr in Third Person. In 100 Metern rechts abbiegen. Ja. Einfach auf die Minimap schauen und beste. Oder einfach Richtung Ziel fahren. Rechts abbiegen. Bist du viel schneller aus, wenn ein Baum kommt. Dann ist RIP. Das Auto ist wie gemacht für diesen Untergrund. Route wird neu berechnet. In 400 Metern links abbiegen. Alter. Bevor mir schlecht wird, muss ich umschalten. Ohne Witz. Anders wild. Hä, war nicht eben hier so ein Scheunenfund? Da war doch eben so ein lila Ding hier. Wo ist denn das hin? Da war doch so ein lila Ding. Wieso ist das jetzt weg? Voll verarscht worden, hä? Aber voll verarscht worden. Das ist nicht mehr da.
Oder wegen dem Filter. Doch, ich bin hier. Richtig, richtig, richtig. Okay, dann schauen wir mal. Diesmal habe ich ewig gesucht. Wir suchen in dem Bereich irgendein Haus, wo ein Auto drin ist, wo eine Scheune ist. Nicht immer so offensichtlich. Oft auch gut versteckt. Vielleicht auch da, wo der andere ist. Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Und hier ist nur das Schild. Also hier ist das nicht. Okay, okay. Da müssen wir weiter suchen. Wäre zu einfach. Wäre auch der schnellste Fund gewesen. So, so ein Häuschen. Hier? Nee. Vielleicht eine größere Scheune. Man sieht es eigentlich, wenn man da ist, aber. Ob das hier ist es nicht? Ganz viele verschiedene Häuser. Aber das ist keines davon. Noch zu nah an der Straße. Okay, das so. Container, vielleicht Industriegebiet oder so. Ich hätte ja mal versucht, eine Taktik hier herauszufinden. Einfach im Kreis fahren und nur in den Kreis einhängen, aber irgendwie war das doch nicht so. Hab's doch nicht so gut hingekriegt. Hier ist eine Scheune da. Jawohl, geht doch, schau mal. So schnell habe ich sie nicht gefunden. Yay. Beste. Ah, definitiv ein klassischer Camionetta. Pickup. Pickup hat er gesagt. F100. Bringen wir ihn zurück. Okay, na dann. Ich weiß ja nicht, warum jedes Mal dann dieses Ding da habe ich das letzte Mal mit 10 so gearbeitet. Ich rufe an, wenn und er Spinning. Fertig ist. Nee, ich will Spinning machen. Level up. So, Filter. Straßen. Wenn ich auf neu gehe, habe ich nur die neuen. Ich will auch die haben, die ich nicht geschafft habe. Die auf Platz 1 oder Platz 2 will ich. Also hier, wo ein Haken ist, habe ich, glaube ich, Platz 1 gemacht, ne? Oder wie ist das hier?
Wie ist das hier mit Auszeichnung ansehen, oder? Was für eine Taste ist das, Auszeichnung ansehen? Ich kann nur hinmachen. Filter ändern. Auszeichnung ansehen, keine Ahnung. So, hier bei der ist jetzt zum Beispiel so ein Haken nicht da. Warum? Anfänger, Profi, Profi. Dann müssen wir hier nochmal hin. Und hier ist auch so ein Haken nicht da. Die haben doch gesagt, man kann sich irgendwo hin und her porten. Wo kann ich mich denn hinporten? Dass ich den ganzen Weg immer fahren muss. Bei nächster Gelegenheit, Ende. In 400 Metern rechts abbiegen. In 200 Metern. Zu dir, sagst du? Da bin ich noch nicht Profi. Ah ja. In 400 Metern links abbiegen. Oh, das sind okay. Gut, da komme ich jetzt nicht unbedingt durch. Häuser kann ich kaputt machen. Bäume gehen, Mauern gehen, aber Häuser sind doch ein bisschen too much. Ey, ich bleib halt stehen. Alter. In 200 Metern hast du dein Ziel erreicht. Das finde ich gut. Okay. Sollen wir es mal mit dem Auto testen oder was? Ein Camaro. Fängt das mit der Sicht an, aber ich schätze mal, dass ich wieder. Das wieder sich dann aus. So wieder. So ist, dass ich die Sicht wechseln muss. Weil es einfach. Ach, das ist das hier mit dem Tunnel. Ich würde schon gern so, wenn es geht. Ich weiß nicht, ob man den Kranz kriegt, ob Platz 1 oder Platz 2 oder 3. Die Rennen schon so fahren wollen, dass wir vorne mit dabei sind. Wenn es Arcade ist und nicht so wirklich ernst ist das Ganze, aber so ein bisschen auch Cockpit fahren. Schon schwer einzusehen, gell, hier das Ganze. Hört sich aber nicht schlecht, das Auto.
Hauptsache nicht dagegen datschen. Egal was man macht, nur nicht gegen die Wände. Das Schlimmste, was es gibt. Das ist ein richtig stabiles Auto. Stimmt gerade so eine andere, was jetzt läuft. Die Lenkung kommt sogar an, die ich mache. Und der lenkt auch. Okay, die anderen immer so komisch. Schöner Camaro. Einfach aussprechen on point, ne? Ich habe gehört, es soll hier ein Gummibandeffekt geben. Das heißt, die kommen auf jeden Fall näher, egal wie ich fahre. Ich finde, es sieht doch eleganter aus im First Person, wenn man es einigermaßen klappt. Darf mit dem sogar bremsen, Mensch, ich darf bremsen und Gas geben. Ganz normal fahren, krass. Sogar jetzt raus beschleunigen, ganz normal. Ist hier ein bisschen langsamer, muss ich über die Kuppe. Das ist doch schön, das Rennen. Und ich liege jetzt vorne, aber. Trotzdem, schön, lässt sich schön steuern. Ich bin noch nicht so oft gegen die Wand, denn ich habe den Schaden ja voll an. Was ich ja doof finde, ist, wenn du gegen die Wand rennst, der Schaden ist da, das Auto wird langsamer, nur steht halt nirgends. Jetzt müsste das auch abgehakt sein mit dem Kranz. Genau. Ist auch ein Kranz da. Hier ist ein Kranz, da ist ein Kranz. Testen wir mal das hier. In 200 Metern rechts abbiegen. Jetzt Hinkri. Rechts abbiegen. Das läuft, das läuft. Links abbiegen. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Wie war dein Tag, Sinti? Alles fit? Bist du echt okay? Ja, freut mich, freut mich. Und so einen schönen Abend. Du hast dein Ziel erreicht. Dann hattest du ja einen wunderschönen Abend hier. Ich bleib bei dem. Hier. Bei dem Camaro. Was ist das für einer? Camaro ZL1 2017. Also Camaro halt. Mal bin ich jetzt nicht so ein Freund von Heck. Aber der ist nice. Hab ich ganz verpeilt, Sinkri. Sollen wir das noch machen im Discord? Schon, oder? Muss ich mal durchlesen, wie das funktioniert mit dem Bot. Ich weiß es nicht auswendig. Bin schon die ganze Zeit so müde mit den Augen hier. Ich wünschte, ich hätte mich eine Stunde hingelegt. Ja. Autofahren ist super geil, macht eine Menge Spaß, aber also die Augen sind so wild. Sag ich dir, aber ganz wild. Ja, dann schreib mir per Discord den Text und mach ich Copy-Paste. Was sagst du? Oder ich würde es dann später machen. Okay, das ist jetzt mit diesem Auto nicht so geil hier. Ich war eben begeistert und jetzt irgendwie...
schwierig. Schönes Spiel, gefällt mir. Ab und zu sehr Arcade. Aber das ist okay jetzt für mich im Bett hier und mit dem. Das läuft super geil auf der Konsole. PC habe ich es auch gezockt. Lief halt ähnlich, ne? Also. Aber da hat es mal wieder mal zwischendurch geleckt. Weil ich halt viel zu viele Sachen am PC offen habe. Aber ich hab halt den PC ja neu gestartet. Grafikeintreiber drauf, Windows-Updates gemacht, alles erneuert mal. Müssen wir mal schauen, mit was im Auto wir hier fahren können, dass es funktioniert. Wie schwer das ist, Sinkri, wenn die Augen müde sind und drehen, irgendwie sie offen zu halten und sich zu konzentrieren. Ich genieße ja das Racing, ne? Aber das ist schon ein sehr, sehr krasser Debuff. Schon fertig, oder was? Hat es doch irgendwie einen Namen oder so? Kann ich hier mal gucken. Ach so, der Channel ist einfach Hashtag Raid. Ja, guck ich gleich mal. Muss er hier. Ich weiß nicht, entweder hier, muss noch mal probieren, aber das ist wild, das Auto. Das Auto war bei dem anderen Rennen super. Mal schauen, was wir hier machen. Also, nicht so geil. Achso, Channel ist einfach Rage. Muss man da Hashtag Rage, dann gehen wir da Rage, keine Ahnung. Schauen wir gleich mal. Was da auch sein, ist scheiße. Aber das ist eigentlich bei mir fast normal, weil jede Scheiße, die ich nehme, drückt auf den Sehnerv. Aber das ist einfach jetzt nur wild. Also nur noch mehr. Noch anstrengender. Und gefühlt darf man das Spiel auch nicht blinzen. Aber es macht es so spannend, der Schwierigkeitsgrad ist höher. Im Real Life und hier. Verdeckt das Ding eigentlich alles da oben? Muss man ausmachen, weil die Runden nicht zu sehen sind. Oder woanders hinschieben, habe ich ganz verpeilt. Ich musste die Uptime nicht abhaben bei dem Game. Habe ich vergessen. Ich kann mich auch so aufrufen. Das Ding hier stört mich hier. Hab ein Dokument mit einem Bot-Befehl, den ich mal geschrieben hatte. Alles gut, muss nur noch Copy-Paste und Datum ändern. Achso, aber jetzt muss ich nur noch den Channel eingeben, oder? Dann kann ich mir das ja auch rausschreiben. Liege ich um. Du meinst im Bett, oder? Ne, ich stehe mal auf. Ich
steht da, glaube ich, im Streamtitel auch. Ich switche immer von Bett zu Tisch. Immer hin und her. Also je nachdem, wie es mir geht. Ich habe starke Schmerzen in den Füßen. Starke chronische Entzündung. Muskelfaserrisse. Kann nicht wirklich gehen, nur mit Stützen und Hilfen. Ja, 24-7 Schmerzen. Schmerzpegel zwischen 6, 7 und 10 von 10, je nachdem. Also nein, ich liege nicht nur im Bett. Ich war halt auch schon fleißig. Ich habe ein bisschen hier aufgeräumt, war auch in der Küche. Ich mache alles im Stream. Ich nehme mich mit zum Essen, mache in der Küche. Ich nehme mich mit zum Duschen, nehme mich mit überall mit. Natürlich duschen ohne Cam. Und ja, es sind halt mehrere Camps hier noch. Wenn wir am Tisch sitzen, haben wir eine Handcam. Dann gibt es auch eine Unboxing-Cam, was auch immer das ist für den Schmarrn. Dann haben wir, keine Ahnung, was noch alles gibt hier. Dankeschön, Luca. Jo. Ja, das natürlich auch. Jetzt schaue ich mal, was Sinkel mir geschickt hat hier. Oh, jetzt muss ich wieder irgendwas anders machen, aber Sinkel kommt immer nur Arbeit. So entspannt hier. Jetzt kommt er und macht mir Arbeit hier, die Drecksau.